auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Das war ein Schindler. Tolga, reingekommen und dann eigentlich super Spiel gemacht und an den beiden Toren. Das erste hast du gemacht, am zweiten warst du beteiligt. Also rundum Matchwinner, oder wie siehst du es? Ja, auf jeden Fall. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft weiterhelfen habe können. War ein schönes Spiel, schöner Pokalfight. Ich denke, wir haben Friedrichshalle gut Paroli geboten. Wir haben das umgesetzt, was der Trainer uns vor dem Spiel mitgegeben hat. Und ja, ich bin zufrieden, dass ich meinen Teil dazu habe beitragen können. Wie gesagt, natürlich hätte ich gern gespielt, so ist es nicht. Jeder Fußballer will spielen. Aber ja, ich bin froh, dass wir jetzt die Hürde hier haben nehmen können. Und jetzt gucken wir weiter. Ja, gegen Friedrichsthal, den Oberligisten, den frisch aufgestiegenen Oberligisten, ist man ja jetzt als Kirchfeld, der das Zweiligen drunter spielt, nicht unbedingt als Favorit ins Spiel gegangen, aber das hat man jetzt beim Spiel, denke ich mal, nicht so gesehen. Ja, ich denke, wir alle sind lang dabei und spielen lang genug Fußball. Also Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ich denke, das hat man heute auch wieder gesehen. Der Gegner wollte das Spiel machen. Wir haben das ganz gut verteidigt, haben auf unsere Chancen gelauert und dann die auch konsequent genutzt in der zweiten Halbzeit, dann mit meiner Person. Von daher können wir hochzufrieden sein und ich denke, auch stolz ein Stück weit auf uns sein und hier auch erhobenen Hauptes wegfahren. Ich denke, wir haben vieles richtig gemacht. Natürlich hat dieses Spiel auf die Runde gar keine Auswirkung. Wird ganz andere Mannschaften, die werden anders sich auf uns einstellen. Aber für den Moment ist es ein schönes Gefühl, das nehmen wir mit. Ja, die Sönmez-Brüder sind beide jetzt in der Sommerpause hergekommen zum Fortuna Kirchfeld. Ja, kannst du mehr zum Hintergrund des Wechsels sagen und ja, wie ihr euch jetzt im Verein eingefunden habt? Ja, der Wechsel ist eigentlich da zustande gekommen. Ich kenne den Trainer sehr gut und zwei, drei Mitspieler auch privat sehr gut, wenn wir Zeit auch miteinander verbringen. Das war eigentlich der Hauptgrund dazu. Ich bin nach Neustadt gezogen, also hätte ich eigentlich auch in Neustadt weiterspielen können. Aber wie gesagt, ich wollte auch noch mal jetzt in der Landesliga bleiben, jetzt letztes Jahr mit Neustadt in der Landesliga gespielt haben. Genau, und von daher hat es ganz gut gepasst. Die Mannschaft hat uns sehr gut aufgenommen. Ich bin jetzt ein bisschen später in die Vorbereitung eingestiegen, weil ich geheiratet habe, Flitterwochen. Aber es passt ganz gut. Man hat es auch auf dem Platz gesehen. Die Harmonie ist da, es läuft, macht mir Spaß. Ich denke, das hat man auch gesehen jetzt in dem Spiel, auch in den Spielen davor in Mühlburg. Die Mannschaft ist intakt schon. Bin gespannt, wo es hingeht. Also. Ja, ist ja ziemlich viel passiert bei Kirchfeld in der Sommerpause oder kurz zuvor. Ja, was hat man sich da noch vorgenommen? Ja, es ist jetzt noch früh, um irgendwelche Prognosen zu tätigen, aber wir wollen schön Fußball spielen, wir wollen schön Fußball zeigen, wir wollen mit unserem Fußball auch die Zuschauer wieder begeistern in Kirchfeld und ich denke, dass wir auch da die Qualität dazu in der Mannschaft haben. Deswegen bin ich auch nach Kirchfeld gewechselt, um auch da dann meine Qualität mit einzubringen. Mein Bruder genauso, ich denke, wir passen da gut rein, auch vom Trainer her, von der Philosophie her, was an Fußball gespielt werden soll. Und ich denke, dass wir gute Runde spielen können. Wenn alles passt, wenn alle Rädchen ineinander greifen, können wir eine sehr gute Rolle spielen in der Landesliga, da bin ich mir sicher. Tolga, dann danke ich dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Danke, gleichfalls. Schönen Wochenende noch. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.